Mir gefällt der wirklich, wirklich sehr. Ich bin da, dezent gesagt, ein bisschen verliebt. Ich mag die Story. Also die Story hat mich richtig gefesselt. Und ich hoffe, dass ich heute vielleicht noch mal ein bisschen dazu käme, noch eine kleine Session Legend of the Tetrax zu machen, weil ich echt wissen will, wie es weitergeht und da nicht bis Montagabend oder so warten möchte. Ja. Nächste Woche werde ich wieder zum Aufnehmen kommen. Montag bis Donnerstag hoffentlich. Da freue ich mich dann halt auch schon tierisch drauf, wenn ich das wieder weitermachen kann. Weil ich, wie gesagt, ich bin mega gespannt, wie es bei Legend of the Tetrax jetzt gerade weitergeht. Pastaria Code. Ah, interessant, dass hier was über Pastaria drinne ist. Muss ich vorstellen, sie scheint ja Cloche zu hassen und trotzdem ist hier ein Pastaria Code. Ja, jedenfalls, ich bin echt gespannt, wie es bei Legend of the Tetrax weitergeht. Gerade jetzt auch was mit unserem super super süßen Protagonist ist. Ich glaube mal, wir werden da noch sicherlich noch den ein oder anderen Charakter treffen. Ja. Erstmal Schliebi. Luca. Luca, was dagegen, wenn ich reinkomme? Hey Crow, du bist ja fast jeden Tag hier. Crow, ich möchte dich etwas über das Kostüm fragen. Okay. Welches Kostüm? Warte einen Moment. Transformation. Das hier. Habe ich das wirklich in meiner Kosmosphäre getragen? Das ist irgendwie peinlich. Ich bin mir nicht sicher, ob du es getragen hast oder nicht. Du hast es getragen, wenn du dich verwandelt hattest in eine, in die Novize-Kriegerin Cherry. Scheint, als hätte ich mehr peinlichere Dinge getan, als ich dachte in der Kosmosphäre. Nein, nicht wirklich. Lady Cloche war die arrogante Kriegerin. Das war viel schlimmer. Ich denke, du warst viel besser als sie. Sie kamen beide in meiner Kosmosphäre vor, also ist es meine Schuld, weißt du? Oh, süß. Sie ist ein bisschen shy. Ich bin müde, wenn ich bei dir bin. Ich auch. Jedenfalls, das war ein Desaster. Du wurdest hereingelegt. Du hast mich hereingelegt. Es ist etwas, das Luca getan hat, also nehme ich an, es ist dasselbe, was ich auch getan habe, aber ich habe es nicht. Das war nicht ich, aber die richtige Luca. Das ist kompliziert. Aber es ist die richtige Antwort. Also, was willst du jetzt tun? Sie hätte dich fast getötet und du willst ihr immer noch helfen? Natürlich! Auch wenn es wehgetan hat, dass ich so schlecht behandelt wurde, es würde meinen Stolz verletzen. Ist das wirklich, was du fühlst? Oder tust du nur so, oder gibst du dich nur cool? Jedenfalls, mir ist es egal. Ich kann ohne diesen großen Kontinent nicht leben. Jetzt müssen wir nochmal resten, um Lady Cloche uns näher zu bringen. Entschuldigt mich, ich bin das Crow. Du bist schon wieder hier. Übrigens, dieses Kostüm. Welches Kostüm? Ich werde es dir zeigen. Transformation. Dieses Kostüm. Ah, das. Fühlst du dich davon angegriffen? Nein, das Gegenteil. Ich wollte immer schon mal sowas tragen, aber ich hatte niemals die Chance, weil ich die Maid bin. Ich wusste nicht, dass du in sowas interessiert bist. Natürlich bin ich interessiert daran, was Mädchen in meinem Alter gewöhnlicherweise tragen. Warum aber? Was ist denn? Warum hat es diese Brille? Ah, nun, ich weiß es nicht.
Sie würde sauer sein, wenn ich ihr sage, dass sie so aussieht, weil sie die Schülersprecherin war. Could be. Stecken wir die Mädels nochmal alle in ein Bad? Wer hat noch einen Effekt? Wir haben leider keinen Walking Gero. Wir haben auch nichts für die Wanne. Die Gärchen ist schon wieder ins Unterwäschefach gesprungen. Na, möchte einer von euch reden? Kommt schon, habt doch was zu reden. Ihr seid Mädels, ihr habt immer was zu quatschen. Mädels, wir haben doch nicht immer was zu quatschen. Das ist traurig. Na, hier ist noch eine Kiste. Wie gut, dass wir jetzt hier nochmal nachgucken. Ist auch noch eine Kiste. Mit dem Müll. Und wo kommen wir denn? Ach, hier muss ich lang. Oder wie? Ja. Im Unterwäscheschrank sitzen und mosern. Ja, ja, das sind mir die Richten. Jungs. Don't do that. Let it be, let it be, oh let it be, oh let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Jetzt habe ich hier zwei Fahrstühle. Bringt mich doch voll durcheinander. Mich beides dahin, wo ich will. Ich denke schon. Ich denke, es gibt einfach nur zwei Aufgänge, oder? Da ist ein Schild dran. Oh Gott, sie erschreckt mich nicht. Herzinfarkt, Schatz. Herzzickzack. Alter Schwede, hab ich einen Herzinfarkt gekriegt. Stellst du dich jetzt nicht hier hin, um zu kotzen, oder? Ich will jetzt wissen, was da hinten ist. Kleiner. Hallo, Delri. Ach komm, wir gehen jetzt hier einfach rein. Ist doch egal, was am anderen Ende ist noch. Sah das andere nicht anders aus? Wartet. Das will ich jetzt wissen. Jetzt bin ich doch neugierig. Jetzt will ich es wissen. Schatz. Jetzt will ich wissen, sah das andere anders aus? Oder?
oder gleich? Weil wenn das gleich ist, ist es ja eh egal, wo wir reingehen, glaube ich. Wuschelchen. 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 Nee, das sieht gleich aus. Nee, das andere sah anders aus, ne? Wuschelchen. Oh, Skibby. Hör auf, mir auf die Brüste rumzutreten. Darf kein Mann, also darfst du das auch nicht. Ja, das sah anders aus. Ich habe mich nicht getäuscht. Es war einfach nur noch mal ein Weg in eine andere Schatzkammer. Die Schütter hier haben mich total irritiert. So, Leute, jetzt aber. Jetzt lösen wir endgültig Gaea auf. Doch nicht. Wir holen uns auf alle Fälle Luca jetzt zurück. Da, es sah anders aus. Schon allein auch wegen dem Hintergrund. Ja, klar sein müssen. Ah. Das ist das Herz von Gaea. Der Kern meiner Emotionen und der Wille des Landes. Also ist das Lukas momentane Form. Sag mir nicht, wir müssen das zurückbringen. Die Hülle darum beschützt mein Herz. Das bin nicht ich. Meine wahre Form ist der kleine Kristall im Inneren. Das wird noch super tragisch. Das ist unmöglich. Es bewegt sich viel zu schnell. Wir können es nicht bekommen. Natürlich nicht. Was für ein Schutz wäre es, wenn man einfach so die Hand reinhalten könnte? Das weiß ich. Das musst du mir nicht sagen. Was sollen wir tun? Das ganze Ding mitnehmen? Die Hülle inklusive? Das ist Hymnos. Ich habe eine Stimme gehört. Das ist wieder Hymnos. Hymnos-Sprache. So schade, dass ich sie nicht verstehen kann. Sie sagt: Werdet ihr mich kontrollieren? Was? Ein Lied. Wer ist da? Was wirst du mir bringen? Ich gebe dir mehr Macht und mehr Freuden. Was bedeutet das für mich? Vereinigt, koexistierend und Integration mit der Welt.
Es wird eine komplette Verwandlung von meinem ehemaligen Selbst sein. Deswegen ist es mir wert zu sehen, was ihr wert seid. Nee, ich werde euch testen. Was jetzt? Sieht aus, als hätten wir sie sauer gemacht. Was zum... Also wird sie es an uns auslassen? Etwas kommt. Etwas erscheint, bitte. Was ist das? Luca ist da drüben gefangen. Jemand dringt in das Herz mit einem Lied ein. Sie haben etwas Falsches gesagt, also sie hat noch viel mehr Höhen als nötig gemacht. Diese dort ist nicht eigentlich gefangen. Sie ist aus eigenem freien Willen in dem Käfig. Eigener Wille? Meinst du das ernst? Alles ist eine Bedrohung. Jeder andere außer ich selbst ist ein Feind, also... Ich denke, es ist ein vernünftiger Plan der Verteidigung. Erbärmlich. やる!やってきてる!
hätte nicht kommen. Die Wolken. Okay, die Hälfte muss schon runter vom Mind Guardian. Mit einer ganzen Hymnos. Interessant. Aber schön, wie das Monster nicht einfach nur verschwunden ist, sondern direkt in sich zusammengefallen. Sehr schön. Gefällt mir. Hat mir gefallen. Hymnos. Die Hülle. Wir können jetzt das Herz bekommen. Ja. Oh! Craw! Craw?
Dieb. Du bist Chuck Lee. Huh. Ich war diejenige, die die Erlaubnis bekommen hat, um mit Luca zu reden. Du hast kein Recht, sie zu nehmen. Du warst diejenige, die gesungen hat? Das stimmt. War es nicht schön? Ich würde euch das ja berechnen. Aber die heutige Show ist gratis. Dein Lied hat das Herz von Gaea verwirrt. Nein, Lukas Geist. Und hat diesen Guardian hervorgebracht. Du hast kein Recht, du hast ebenso kein Recht, es zu nehmen. Das ist nur ein kleiner Nebeneffekt. Das Gespräch des Liedes war notwendig, um sie besser zu verstehen. Und als ein Ergebnis daraus wurde der Wächter geboren. Ich war derjenige, die das Siegel gebrochen hat. Das ist nicht gut. Sie hat es. Wow. Was geht da vor sich? Nun dann, vielleicht treffen wir uns wieder. Verdammt! Ihr hinterher! Wow, was geht da vor sich? Ja, ihr hat nicht länger ein Herz. Es wird bald verschwinden. Was? Es war das Herz, das Gaea zusammenhielt. Und mich genauso. Luca! Geht es dir gut? Luca, reiß dich zusammen! Macht euch keine Sorgen. Ich bin nur ein Bild von der Person, die das Herz erschaffen hat. Bitte, bringt Luca zurück. Bringt mich zurück. In eine menschliche Form. Luca! Craw, steh auf. Was wir jetzt brauchen, ist das Herz, das sie genommen hat. Ja, Craw. Wir müssen sie schnell verfolgen. Luca hat die Gruppe verlassen.